Wenn sich im hochsommerlichen Ingolstadt knapp 200 Oldtimer aus allen Epochen treffen, dann ist es wieder Zeit für die Donau-Klassik. Natürlich auch mit vielen Preziosen aus der Audi-Historie. Markenbildung, das geht nicht von heute auf morgen. Das hat Audi viele, viele Jahre gebraucht. Und dazu gehört auch die Historie eines Premium-Fahrzeugs. Wir haben schon immer bewiesen, dass wir Premium-Fahrzeuge bauen können. Mit der Marke Horch, hier diesem Modell von 1939, dem Horch 830. Und die Stilelemente und die Denkweise von Premium finden Sie dort in diesem Fahrzeug genauso wieder wie heute in unseren. Also es ist Teil der Markenbildung und deswegen ist es auch notwendig, dass wir uns hier entsprechend engagieren. Die Streckenführung ist super wichtig, dass man schöne Landschaften hat, tolle Wertungsprüfungen, die vielleicht auch mal ein bisschen mit hingestellt sind, wo man überlegen muss, dass es nicht so einfach ist. Aber natürlich, das Ergebnis am Schluss ist auch nicht unwichtig. Da kommt der Ehrgeiz dann schon durch. Sie kriegen von mir eine Startzeit gestellt. Mit der Startzeit sollten Sie losfahren. Möglichst genau. Geschwindigkeit einhalten von 39 km/h und müssen die genau treffen. Wir fahren selbstverständlich auf Sieg, aber wir haben uns gestern 1000 Strafpunkte eingefangen. Sieg wird nichts mehr. Jetzt fahren wir nur noch zum Spaß. Es war ein absolutes Erlebnis, durch die Hopfenlandschaft zu fahren mit so einem Auto. Sie müssen sich natürlich umgewöhnen, denn Sie haben keine Servolenkung, Zwischengas, Zwischenkupplung, Berg runter, frühzeitig bremsen. Es ist ein ganz anderes Fahren, aber nach einer Stunde hat man es drauf und dann macht es auch richtig Spaß. Donau-Klassik, ob die noch zeitgemäß ist, aber wenn ich die Freude sehe von den Leuten und das, die da regelrechte Dorffeste machen, wenn wir durchfahren, das passt heuer perfekt. Wir sind schon das zweite Mal jetzt hier auf der Klassik mit dabei und in der Gegend schon öfter unterwegs. Die Landschaft kannst du genießen und es ist sogar zusätzlich noch wie ein Saunabesuch halt. Also heuer gigantisch, die Strecke total super. Da geht es um den Spaß am Autofahren.